Kennt ihr noch Tubbs und Crockett? Als ich das Auto zum ersten Mal gesehen habe, da musste ich sofort dran denken. Es hat auch was mit Ladedruck zu tun. Das ist ein interessantes Projekt und deswegen wollten wir euch das mal zeigen, nach dem Intro. Also ihr habt es gerade schon gesehen, ich hoffe, ihr konntet auch euch an die coole Serie Miami Vice erinnern. Und wie gesagt, die Farbkombination hat uns sofort daran erinnert. Wie auch immer, Fahrzeug hat ein interessantes Setup, wie ich finde, und zwar ein ProCharger Kompressor Kit, eine Auspuffanlage, eine einflutige Auspuffanlage, quasi Abkatalysator. Also klassische Y-Rohr, ein Rohr nach hinten, Endschalldämpfer, das ist ein Yapspeed Y-Rohr mit einer Scorpion-Auspuffanlage. Noch nie gesehen vorher, frag mich bitte nicht, was das für ein Durchmesser ist. Und Sportcuts mit drin. Und von uns haben sie noch die GTR-Einspritzdüsen bekommen, plus natürlich die Software. So, wir haben dann mal irgendwann angefangen, die Software zu machen, sind dann mal gefahren, haben es schnell festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Fahrzeug brauchte viel zu viel Sprit im Leerlauf, also mussten wir noch mal ran und gucken, was war. Die Tankentlüftung war nicht angeklemmt. Also noch mal angeklemmt, dann hat das wieder gepasst, noch mal gefahren, festgestellt, ach du je, Luftmassmesser sofort am Limit gewesen, so bei 4000 Umdrehungen. Also neuer Luftmassmesser rein. Kam natürlich der GT-Luftmassmesser von UpRef rein, danach ließ sich das dann auch mal langsam abstimmen. Ja, das heißt also, wir haben ganz normal Leerlauf gemacht, erhöhter Leerlauf, die Teillastfahrten gemacht und dann schließlich die Volllastfahrten. So, und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Natürlich haben wir die 100-200 km/h Messung gemacht und die könnt ihr euch jetzt anschauen. Sehr, sehr ungewohnt, am der verkehrten Seite zu fahren. Die Engländer sagen immer, das ist die richtige Seite, aber es ist definitiv die verkehrte Seite. Naja, was man nicht alles tut. So, wir werden jetzt die 100-200 km/h Messung machen. Und ich bin die Tage schon mal alleine gefahren. Das werde ich aber gleich nach der Messung nochmal verraten, was ich da gefahren bin. Jo, geben wir mal Gas. Ready? Ja. Gewollt, irgendwie sich an der Mittellinie zu orientieren, das funktioniert nicht am Rechtslenker. Gewöhnt man sich ganz schnell dran, muss man nur ein paar Tage hintereinander fahren, dann funktioniert das. So, wir sind jetzt zu 100-200 gefahren und sind eine sportliche 11,931 gefahren. Finde ich für das Setup schon sehr gut. Alleine, wollte ich ja noch verraten, was ich gefahren bin, bin ich eine 11,4 gefahren. Das ist schon kernig, ja, wenn man bedenkt, dass gerade so ein Cabrio 280 PS Basis im Serienzustand irgendwas um 18 fährt. Ja. Wenn die ein bisschen gechippt sind, ein bisschen Auspuff haben oder sowas, dann fahren die vielleicht 16,5, was in dem Dreh. Aber unter 16 wird schon echt schwierig mit den Dingern. Von daher bin ich mehr als zufrieden. Und wir werden gleich nochmal zum Leistungsprüfstand fahren und dann nochmal schauen, was für Zahlen gleich auf Papier stehen. Also, bis gleich.
Also ich habe gerade das Prüfstandsvideo gesehen und auch die Daten schon gesehen. Nach EG korrigiert waren es jetzt 422 PS bei 6000 knapp 300 Umdrehungen und 487 Newtonmeter bei 5700 Umdrehungen. Finde ich ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben 0,7 Bar Ladedruck gehabt. Das Schöne ist natürlich bei diesem Pro-Charger-Kit, dass wir keinen Riemenschlupf haben, dadurch, dass wir halt einen Zahnriemen haben und kein Rippenriemen. Ihr habt vielleicht im Diagramm gesehen, dass so bei, was ist das, 6300 Umdrehungen, dass so ein bisschen die Leistung stagniert, obwohl der Ladedruck, was wir gemessen haben, weiter halt konstant da ist. Da ist, denke ich mal, wirklich die Auspuffanlage am Limit. Da geht nichts mehr. Wir haben unkorrigierte Leistung an dem Messtag gehabt von 448 PS und 511 Newtonmeter tatsächlich. Also das fährt sich auch schon sehr gut. Was wir allerdings feststellen mussten bei dem Fahrzeug, dass halt wirklich das Fahrverhalten sehr zu wünschen übrig ließ. Da war halt noch ein Serienfahrwerk drin, da waren drei verschiedene Reifenprofile verbaut. Also wir hatten, glaube ich, vorne links hatten wir einen Conti Sport Kontakt 2, vorne rechts hatten wir einen Conti Sport Kontakt 6, hinten rechts hatten wir einen Sport Kontakt 5P und hinten links wieder einen Sport Kontakt 6. Es war alles schön, dass es von Conti war, aber es wäre auch schön gewesen, wenn es überall das gleiche Profil gewesen wäre. Wie ich ja in vorigen Videos schon mal erwähnt habe, ist Kompressor-Kits und VQ35.de immer so eine Sache. Bei dem Fahrzeug habe ich mich im Vorfeld darüber versichert, dass der Motor entsprechend vorbereitet war. Das war er. Es sind Schmiedepleuel reingekommen. Die Kolben sind die Originalen geblieben. Feingewuchtet wurde wohl auch. Ich habe kein Protokoll gesehen oder ähnliches, aber somit war ich mir sicher, dass bei der Testfahrt kein Pleuel abreißt. Wie ich übrigens in dem Zusammenhang auch von einem anderen Clubmitglied erfahren habe, bei dem das passiert ist. Kompressor auf Serienblock gesetzt, VQ35.de, bapp, na, da war es dann auch dahin mit dem Pleuel. Nicht so schön, kann schnell teuer werden. Ja, summa summarum, ich finde das Pro-Charger-Kit sehr schön, gerade, es war, wie gesagt, es war nicht viel kombiniert, ne? Also es war halt keine Nockenwelle drin, kein Fächerkrümmer drin, die Auspuffanlage war schon sehr restriktiv, aber trotzdem hatten wir einen schönen Anzug von dem Ding, also ich fand das sehr, sehr gut, muss ich sagen, fand ich sogar noch, muss ich sagen, ein bisschen besser als die Vortec-Kompressor-Kits. Ja, wenn ihr da Interesse dran habt, so eine Abstimmung zu bekommen oder wenn ihr, ich will mal gucken, ob wir vielleicht das Pro-Charger-Kit ins Programm aufnehmen. Die Vertriebsstruktur bei Pro-Charger lässt immer so ein bisschen zu wünschen übrig. Die Amerikaner sind da sehr konservativ. Die möchten das irgendwie gefühlt nicht aus dem eigenen Land lassen, habe ich so das Gefühl. Aber wir schauen mal, ob wir das vielleicht mit anbieten können. Dann natürlich auch nur in Kombination mit einem verstärkten Motor beim VQ35.de. Ja, ansonsten fällt mir noch was ein. Sascha, hast du noch eine Idee? Summer Meet. Oh, wir haben 2020, das Summer Meet steht an. Und zwar der 5.7.2020. Diejenigen, die in der Zwischenzeit schon mal bei uns bestellt haben, haben natürlich auch den neuen Flyer bekommen. 5.7.2020 wieder in Oberhausen. Wird sehr kernig. Wir machen diesmal so ein paar, Club Areas, das heißt Clubs wie Society, Z-Nation, Z-Tology heißt sie, glaube ich, die neue hier bei uns in der Region, bekommen ihre eigenen Plätze. Das heißt, die können sich im Vorfeld bei uns eine gewisse Anzahl an Plätze reservieren, können uns natürlich im Vorfeld auch ein paar Banner zukommen lassen oder ähnliches und dann haben wir das so ein bisschen sortierter. Die Holländer werden natürlich auch wieder dabei sein und für entsprechend Spaß sorgen, Unterhaltung, wie auch immer. Also da bin ich schon gespannt. Wir werden eventuell Platzprobleme bekommen, so wie ich das gehört habe. Also wir müssen gucken, dass wir beim Autohausen Berns noch ein bisschen mehr Platz freischaufeln. Aber das wird schon klappen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ich gehe da immer optimistisch ran. Ansonsten haben wir natürlich wieder die Burgernuts dabei und natürlich Biga-Folierung, die garantiert wieder mit einem super Angebot, was Folierung angeht, um die Ecke kommen. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zum Video oder zu dem Setup von dem Fahrzeug oder ob euch die Farbe gefällt oder nicht, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten teilen, liken, kommentieren. Abo wäre ganz toll, weil es kommen jetzt wieder mehr Videos. Wir haben den Hof
voller interessanter Sachen stehen. Und darüber möchten wir natürlich berichten. Also bis dann, euer Tino. Ciao.